Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Watch Dogs. Wir sind ja in der letzten Folge stecken geblieben bei der Mission Nicht der Pizzamann. Wir haben ja diesen Dude da erfolgreich verhört, sag ich jetzt mal. Und unser nächstes Begehren ist es natürlich, safe hier wieder von dieser komischen Insel, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu entkommen. Wir haben ja am Ende der letzten Folge festgestellt, das entpuppt sich als kleine Schwierigkeit. Nicht nur, dass wir von 1000 Gegnern gerusht werden gefühlt, sondern auch noch einen Arschloch-Heli im Nacken haben, der einen Scharfschützen an Bord hat und dieser Scharfschütze meinen Arsch will. Und deswegen mal gucken, wie es jetzt läuft. Eliminieren Sie alle Fixer oder entkommen Sie? Ich glaube ehrlich gesagt, wir müssen alle töten, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt, wenn wir hier auf Safety versuchen zu spielen. So, ich werde mich auf jeden Fall meine Ecke hier vorne hin verziehen. Ich hab doch meine scheiß Dreckspisswaffe ausgewählt. Jetzt streng dich mal bitte an und cover meinen scheiß Arsch, Alter. Junge, cover mich doch mal, Alter. Ich kann doch nicht 50.000 Ecken hier abdecken. Ja. Weil du Fotze ja wieder nichts machst, Alter. Nee, einen Scheiß machst du. Ich sehe, wie du fertig machst. Du machst höchstens mich fertig. Wo ist der Dude? Ja, jetzt guckst du natürlich, ne? Du dumme Nutte, Alter, ey. Oh, ihr riecht mich alle so auf. Ja, ist es auch. Aber für mich, nicht für euch. Ich muss den Heli zwingen, dass er irgendwie sich mal anfängt zu bewegen. Guck mal, so sieht er mich ja nicht, ne? Wo ist er denn? Ja, natürlich, Alter. Immer instant Prezi, wa? Potze. Ja, und ich kann ihn natürlich auch nicht markieren. Ach, Junge. Es ist
so todesnervig einfach, ne? Ist noch einer? Nein, nur die SR und die SVD. Ja, gib mir doch mal die faire Chance, auch zurückzuschießen. Hä? Warum haut er jetzt ab? Es ist ein dummer Witz einfach, ja. Es ist ein dummer Witz. Hey, du hast mich nie zurückgerufen. Hast du den Typ, den wir gesucht haben? Ja, ist eine üble Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen, Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow. Sie hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay. Heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay. Ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. So. Ja, einen LKW habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ja, komm, sucht mich doch einfach, ja. Ist doch gut, ey. Es ist einfach so nervig. Es ist so nervig, Mann. Hau ab. Ja, und es ist natürlich die Mission nicht mehr da. Ey, es ist... In einigen Teilen der Stadt ist der Strom ausgefallen. Die Behörden behaupten, dass das CTOS potenzielle Feuergefahr im Umspannwerk festgestellt hat. Ohne das CTOS-Netz, so die Behörden, sind die Auswirkungen noch größer. Ja, Sand im Getriebe. Das passt gerade original zu dem, was ich mit dem Spiel gerade denke, ja. Beziehungsweise zu den Leuten, die anderen die Bullen rufen müssen, wie so kleine Snitches, ey. Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helena? Aus ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Hier macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. So, Moment, ich muss eben fix meinen Kakao zuschrauben. Okay, hier ist was. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack.
Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Möchten Sie einen? Es gibt einen Räumungsverkauf. Warum das? Ich habe ihre medizinische Akte. Letztes Jahr musste sie abtreiben. Deswegen muss sie wohl auch zum Therapeuten. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Warte. Perfekt. Gerade gab es ein neues Status-Update. Sie ist jetzt am Connolly Square. Das ist ein Glasgebäude. Sollte in deiner Nähe sein. Ich hab's. Gute Arbeit, Clara. Jetzt lösch diese Daten. Ich bin DedSec, Aiden. Wir glauben an frei zugängliche Informationen. Clara. Ruhig. Wir haben nichts gegen unschuldige Mädchen. Oh. Meine Güte. Ja, genau. Ich habe schon 5000 gewonnen, aber ich brauche deine Hilfe bei dieser Frage. Okay? Bist du bereit? Ja, glaub schon. Was war der amerikanische Revolutionsheld Paul Revere von Beruf? A. Waffenschmied. B. Hofschmied. C. Silberschmied. D. Markt. Ich bin ziemlich sicher, er hatte mit Pferden zu tun. Ich wäre für B. Die nerven einfach mit ihrer Scheiße. Okay, Helena. Nun zu dir. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Abwarten. Ja. Onkel Angie. Helena, brauchst du wieder Konzertkarten? Nein, da kam so ein komischer Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Hab dich. Null. Wo bist du, Angelo Tucci? Schon das ziemlich schweres Leben als Verbrecher, ey. Angelo Tucci. Der Mann organisiert den Gefangenentransport für meinen Zeugen. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Ich werde langsam nervös, Pierce. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis ab. Gut. Da müssen wir jetzt einmal straight eben hier runter. Ah, Pech gehabt. Kotze. Hast doch nicht zu laufen, wenn ich hier fahre. Keine Zeit zum Scannen.
Bitte! Okay, sieht aus, als hättest du dir ein paar Feinde gemacht. So, mehr als nur ein paar. Da kommt echt Riesenärger auf dich zu. Ja, nicht schlimm. So. Det haben wir. So, wir können jetzt theoretisch mal so ein bisschen Sidequesten hier. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald kommen. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Ja. Okay. Ich muss nur ein gestohlenes Fahrzeug finden und abliefern. Der Trick ist, den Bullen auszuweichen. Macht häufig Telefonsex. Okay. Erstmal entspannt Geld abholen. Ja, easy. Seite. Ja, easy. Einfach mal so auf ganz entspannt die Nummer hier geregelt. Dann klauen wir uns mal ein Auto. Gut, ich wollte eigentlich das daneben, aber danke dafür. Dann machen wir als nächstes mal noch so ein Ding.
Genau das hat die Stadt auch gebraucht. Eine Hackergruppe, die sich selbst DeadSec nennt, warnte die Bürger, dass das CTO ist anfällig für Angriffe von außen sein. Hey! Lucky Quinn lässt dir etwas ausrichten. Bitte! Gibt's ein Problem? Halt dich da raus! Ehrlich, was du nicht lassen kannst. Jetzt rufen sie wieder die Polizei. Da schießt einer! Herr Polizei, kommen Sie bitte! Oh, schönes Auto. Da passe ich durch. Okay, ich muss die fehlenden Daten wieder beschaffen. Also erst den Dieb finden, die Daten runterladen und dann den Kerl ausschalten. Nee, nee, du fährst geradeaus. Willst nicht? Beiseite, ihr Pisser! Mann! Jawohl! Danke, Ehrenmann! Dann verfolgen die mich. Ich hab's nicht eilig, Jungs. Und ihr so? Ja, ihr bleibt jetzt mal ganz entspannt. Ihr glaubt auch, ihr wärt's, wa? Kein Problem, Madame. Ich hab sie sehr gerne gerettet. Oh Mann, was passiert hier? Nix. Oh, nochmal ein bisschen drüber fahren. Oh, Entschuldigung, eventuell. Oh, Entschuldigung, oh mein Gott. Das ist natürlich richtig unglücklich gerade. Warte mal, der hat Geld fallen gelassen. Mein Geld. Mein Geld. Alles mein Geld. Mein Geld. Alles. Hatte der jetzt auch Geld? Nee. Na, ich will gerne meinen Porsche wieder hier.
Ich helfe doch gerne armen Menschen. Potze. Rumble in the Jungle. Warte mal, erstmal stecke ich die Waffe weg. Sonst holen die Leute wieder raus. Ah! Der muss gefährlich sein. Okay, stimmt ja auch, aber. Lass dich nicht plattfahren, Dude. Ich will einen satten Takedown machen. Let's go, Boy! Ich komme! Bitte Taschentuch benutzen, ja? Danke für dein Geld. Ich komme! Are you ready for takedown? Are you ready? Are you ready, my friend? Oh, I'm gonna take you down, down, down. Boom! So. Hätten wir. Oh, eine Limo. Die habe ich noch nicht gehabt. Nein! Nein! Noch nicht den Wagen! Ja, und jetzt kommt die Muschi wieder. Oh, da hat jemand meinen Wagen geklaut. Warte. Es war ein Trick, sich jetzt auch. Ah, ne, scheiße, geht nicht. Warum kann ich hier nichts auswählen? Achso, wahrscheinlich, weil ich in der Verfolgung bin, ne? Super. Ja. Ja gut, das war's, glaube ich. Der hat sie doch nicht alle. Na kommt, jagt mich schon, ihr Bitches. Es ist mir so schon egal. Ja, hier. Da hast du deinen. Des Chicago South Club wurden nach einer Razzia in einer beliebten Sportbar in Brandon Docks verhaftet. Namen wurden nicht bekannt, doch die Razzia wird bereits von Bürgerrechtlern kritisiert, da sie den Leiter der Organisation außen vor ließ, den Unternehmer Dermot Lucky Quinn. Naja, der wird auch noch zur Strecke gebracht. Keine Angst, Mädels. Ich werde mich schon um alles kümmern. So, dann machen wir nochmal fixen Auftrag. Mehrere Ziele. Ich muss sie nur finden und eliminieren. Hoffentlich erwische ich sie unvorbereitet. Mehrere Ziele. Weg. Mahlzeit, ich bin's. Euer Henker. Na, alles fresh bei euch? Beeilung! Hier schießt jemand um!
Jetzt können die nicht holen, ich hab geschossen. Sie müssen sofort die Polizei schicken. Beeilung. Ja, ja, juckt mich schon nicht, Alter. Sollen die Bullen doch kommen, ja. Ich nehme den Dude jetzt trotzdem noch hops. Das ist nicht sein Ernst. Hör doch auf! Oh, jetzt kommen die Fotzen auch noch dazu, Alter. Sind wir hier im Dschungel oder was? Ja, ja. Macht nicht so einen Alarm, ihr Pisser. Ihr regt mich auf, ihr Drecksbullen, ey! Zielperson entkommt, ja, super! Weg, beiseite, Nutte. Weg ist er, der Fleet. Ist so, gib mir dein Auto jetzt, bitte. Ja, ja, halt's Maul. Die sind schon hinter mir her. Ja, ja. Die sind schon hinter mir her, mach dir nichts raus. Let's go, boys! Tag, dein Lamborghini gehört jetzt mir. Raus mit dir. Wo? Aus dem Königseck. Ja, jetzt ist nicht mehr deiner. So, gut, Leute. Ja, ich setze den Punkt, aber das werden wir dann erst in der nächsten Folge machen. Also, bleibt dran, es bleibt spannend. Bis dahin, haut rein. Cheerio.